Hallihallo, Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Bahnfinders. Wir befinden uns hier gerade im DLC, im America Dream DLC. Und ja, wir haben gerade das Einhorn gefunden, haben das befreit, können das später auch bei uns im Laden verkaufen als Gefährt. Warum auch nicht? Also, ne? Ja. Suche die Reitertrophäe. Genau, und die Reitertrophäe haben wir auch immer noch nicht gefunden. Hier müssen wir andere... Ja, hier müssen wir mal wieder gucken, dass wir einbrechen quasi. Juhu! Ach, Herr Jemini. Na? Hier nehme ich ein Miko und Unica Sektor in den glorreichen Tagen. Okay. Sie waren voller Stolz und Armut. Sie wollten gewinnen, trotz... Ich habe es nicht zu Ende lesen können. Es geht hier immer so schnell vorbei. Ah, warum? Warum kann ich das zerstören? Was? Das kommt alles aus einer Bowling, aus einer Billardkugel raus? Okay, also wenn das so ist, ne? Oh ja! Oh, was für eine hübsche Wand. Und der habe ich schon immer geträumt. Natürlich nehmen wir die Lampe mit. Nein. Taschenrechner ist übrigens Müll. Braucht keiner. Okay. Handschuhe anscheinend. Aha. Oh, guck mal hier an. Die waren mal ganz weit oben. Aber je mehr Zeug man hat, desto mehr Angst, dass ein Dieb es aus einem Pfandhaus stiehlt. Ja, das stimmt wohl. Mit dieser Angst muss ich auch immer leben. Was ist das? Ach, eine Büste, ne? Miko Unicorns Teppich. In der Sammler Edition. Oha. Hier ist ordentlich Müll, um die Tür zu verdecken. Ja, was für ein Glück, dass wir immer den ganzen Müll wegmachen. Oh, wie schön. Ja, das Poster wollte ich auch. Ach, endlich haben wir ein Bügeleisen mit Bügelbrett. Das hat uns doch gefehlt in der Sammlung. Aber warum ist denn hier nicht die Trophäe? Damit habe ich jetzt echt gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Hm. Da vorne ist ein Picknick. Interessant. So, hier haben wir erstmal nochmal weitere Dinge. Zack, zack, zack. Das ist echt eine riesen Map, oder? Oder kommt mir das so vor? Warum nimmt sie denn, warum nehmen wir denn nicht gleich den passenden, die passenden Stühle dazu mit? Kann man doch bestimmt was draus machen. Noch ein wunderschönes Poster. Und da zittert schon wieder die Dose, weil sie Angst hat, eingesammelt zu werden. Gerade musste ich, als ich hier aufgemacht habe, musste ich an das Spiel Hausmeister denken, was ich hier auch gespielt habe. Wo ich dann das aufgemacht habe und plötzlich kam da irgendwie so eine komische Kreatur raus. Das war aber auch ein Horrorspiel, muss ich dazu sagen. Ja. Trotzdem habe ich da damals nicht mit gerechnet. Wie jemand schon in den Kommentaren schrieb, stand halt nicht in der Jobbeschreibung, ne? Zack, zack, zack. Nee. Ich glaube aber nicht, dass uns hier irgendein Viech jetzt irgendwie gleich gegenspringt oder so. Das ist ja zum Glück kein Horrorspiel. Eigentlich brauchen wir das gar nicht aufmachen, aber ich würde gerne hier mal die Gläser. Zack, 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 zack. Alter Schwede. Sehr viel Krams. So. Hier noch der super moderne Fernseher. Den brauchen wir natürlich auch. Oh, hier sind viele Sachen, ne? Kommt mir das nur so vor, da sind das mehr Sachen als wir in dem normalen Originalspiel. Also kreierten sie Regenbogenbonbons, die ihre Pferde schneller und glücklicher machen. Aha.
das war der Anfang vom Ende. So, ich glaube, hier haben wir dann auch soweit alles erledigt. Nach oben müssen wir auf jeden Fall noch. Aha, aha, aha. Ach, guck an. Oh, so ein Tipp? Nö, noch nicht. Da ist die... Ah. Und dafür haben wir bestimmt die ganze Zeit diese komischen Dings gesammelt. Nur wo müssen die hin? Und diese komischen Poster gesammelt. Da. Aber wie setze ich das ein? Da unten. Aha. Ich brauche Hufeisen, glaube ich, oder? Ist es vielleicht das? Hier habe ich auf jeden Fall einen Schlüssel. Windmühlenschlüssel. Ah, okay. So, hier vorne haben wir einen Raum. Da nutzen wir einen Dietrich. Ich glaube es kaum. So. Da. Und den nehmen wir auch wieder mit. Ein bisschen malen. Oh, hier finden wir auch viele Poster, ne? Alter Schwede. Und was ist da unter? Keine Ahnung. Gut. In jede Schublade reingucken lohnt sich meistens. So gut, hier war aber jetzt leider nichts drin, ne? Okay. Oh, das sieht doch richtig gut aus. Dafür, dass der Rest gar nicht mehr so gut aussieht. Zigaretten. Ich dachte, wir sind in einem Kinderzimmer. Evil Bear. Okay. Der böse Bär hat es in die Zeitung auf jeden Fall geschafft. So, ich glaube, das ist eigentlich auch ganz hübsch. Okay, ich glaube, das Stampfen sind wir. Alles klar, da hatten wir reingeguckt? Nein, aber ist nichts drin. Und ein weiterer Dietrich. Also, nicht ein weiterer Dietrich, aber ein weiterer Auftrag für den Dietrich. Es ist völlig normal, dass ein, ja, okay. Ein übergroßes Einhorn. Ich habe ihm gesagt, dass man nicht schummeln muss. Meine magischen Sprüche würden ihn zum Sieg verhelfen, aber das können wir mächtiges magisches Wesen überhaupt aus der vierten Dimension überhaupt wissen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich höre aber irgendwas Zauberhaftes hier noch. Oder kommt mir das nur so vor? Ich höre doch hier irgendwas. Ich höre irgendwas. Es hört sich an wie so Glitzern. Glitzern. Genau hier. Hört ihr es auch? Das ist total laut. Aber hier ist nichts.
Ich hab geguckt. Selbst hier unterm Bett. Da ist nichts. Kein Geist unterm Bett. Oder vielleicht kommt das noch von dem Einhorn, was da lag. So, ach guck mal, hier oben ist auch noch ein. Da ist auch noch eins. Aber was will mir das sagen? Ich habe doch Poster gekriegt. Kann ich nicht unten im Inventar irgendwie? Nee, kann ich nicht. Ich will noch keinen Tipp. Ich will erstmal die Windmühle. Das ist vorne, ne? Ich möchte gerne mal hinten raus. So, ich habe nämlich gesehen, hier vorne ist ein Picknick aufgebaut. Das ist mir vorne nämlich noch gar nicht aufgefallen. Und das Picknick bringt immer schön viel Geld. Ja, okay. Dann? Weiß ich auch nicht. Ah, Mickey Unicorns. Okay, soll das Bild mir was sagen? Das Problem ist, ich vermute halt in diesem Spiel hinter allem einen Hinweis, was relativ auffällig ist. Oh nö, ein Labyrinth. Oh, ich mag keine Labyrinth. Okay. Macht uns das was? Nein. Gut zu wissen. Hallo Onkelchen, was ist da los? Ich bin ja gerade gesagt. Bist du das? Und auch hier gab es wieder ein leckeres Picknick im Freien. Ich würde gerne noch einmal weiter rumgehen. Der Reifen sieht doch noch quasi wie neu aus, also. Ja, da müssen wir nicht hoch. Weil er gerade weggesprungen ist. Zack. Gut, ich würde sagen, wir können jetzt mal rein dort. Nein, noch nicht. Da, guck mal an. Aha. Da brauchen wir aber noch den letzten, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Dingspistole, aber ich würde gerne einmal nochmal hochgehen. In der Hoffnung, dass ich dort das letzte Poster finde. Ja! Sehr gut. Und ich vermute mal, dann brauchen wir dann, Was ist hier so schief? Achso, das gehört zu, glaube ich. So. Die vier. Aber wo muss ich denn hier... That sure is shame. Get your horseshoe from here. Aber warum sagt er mir hier, wir müssen unsere Dingspistole anwenden? Deswegen? Keine Ahnung. Kein Strom. Siehst du wohl, also doch. Wie machen wir das denn jetzt? Geht das einfach nicht, oder?
was, ich hole mir jetzt mal einen Tipp. Ja. Stelle 10 Räder mit den entsprechenden Größen, um die Schmiede zu starten. Was? Wo soll ich die denn herheben? Wo soll ich die denn herholen? Ach so, bestimmt normalerweise mit. Erstelle Zahnräder, ja. Ich denke mal, höchstwahrscheinlich. Normalerweise hier mit der Pistole. Warte. Ja, ganz genau. So würde ich sagen. Nee, okay. Richtig so? Ja. Wie, kein Strom? Immer noch kein Strom? Ach, da auch. Ah. Aha. Okay. Achso. Er ist ja hier. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, können wir wieder rüberlaufen. Und ins Haus gehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass die da vorne vorlagen. Und hier einmal. Zack. Nee, warte mal. Auf der Seite. Kann ich das so? Das ist automatisch. Nein. Ach. So, warte mal. Die Richtung. Hier war der. Da, nach unten. Sagt man nicht, nach unten bringt Unglück? Yay! Helena. Haben wir das auch? Ja, gut. Aber ansonsten. Ach so, stimmt. Da war ja noch das Labyrinth, ne? Da brauchen wir. Erstmal brauchen wir da. Das und dann brauchen wir da. Und ich würde gerne die Taschenlampe anschalten. Hast dich verirrt? Ich hab mich nicht verirrt, ich stutze hier durch die Hecke. Das ist goldene Klopapier. Ich höre es doch. Es hört sich so an, als wenn es nach Zeit läuft. Ich kann auch jetzt schon versprechen, ich habe mich komplett verirrt. Jetzt schon. Ich hoffe, ich finde hier jemals wieder raus. Aber ich muss ehrlich gestehen, die Bienchen sind verdammt nervig. Auch wenn ich sie am Anfang noch richtig niedlich fand, sind sie mittlerweile einfach nur noch nervig. Okay. Ich höre das goldene Klopapier, ne? Einmal kurz die Nase kratzen. Und das goldene Klopapier ist näher, als ich denke, glaube ich gerade. Oh nein. Ich habe mir den Weg raus gerade kaputt gemacht, oder? Ja gut, egal. Was passiert, wenn ich hier rein... Komme ich da woanders wieder raus? Oh, was für ein Glück. Ich meine... Zum Glück. Also. Ja gut, Onkelchen, was sagst du dazu? Ich bin dafür, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Wir haben hier auf jeden Fall den Auftragsgegenstand gefunden. Wir haben das goldene Klopapier gefunden, was ja immer so hauptsächlich mein Ziel ist. So funktioniert das übrigens, wenn man ein geflügeltes Einhorn transportieren möchte. Genau so.
Alter Schwede. 48 Gegenstände. Na, wenn das mal nichts ist. Große Maschine, so nur das arme Einhorn. Würde zu einer Axt, um Schrott zu zerstören und Ressourcen zu sammeln. Ja, genau, das machen wir ja die ganze Zeit. So. Onkelchen, lassen wir jetzt genau, ein bisschen was tragen. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt ins Bettchen. Und ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Beziehungsweise, warte mal. Erst einmal möchte ich gerne nochmal das Dings abgeben. E-Mail. Einpacken und versenden. Wobei, ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles gemacht, ne? Wir haben jetzt noch ein paar Bieterkriege. Aber gut, das kennt man jetzt ja auch schon. Das haben wir ja auch schon einmal gemacht. Ja, das DLC haben wir jetzt auch durchgespielt, wie wir gesehen haben an dem goldenen Klopapier. Und wie man auch sieht, dass das hier, ich würde sagen, das Spiel haben wir so weitestgehend durchgespielt. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Spiel, ne? Weil im Endeffekt haben wir das ja quasi durchgespielt. Und ich habe noch eine ganze Menge Spiele auf der Liste, die ich noch gerne mit euch spielen würde. Tja, und dann sage ich erstmal Tschüss.